So einen Ofen wie diesen hier wollen gerade ganz viele. Und das noch vor dem Winter. Die drei Männer der Ofenbaufirma Schatz aus Rula werden gerade überrannt von Kundenanfragen. Ich würde schon sagen, dass die Leute Panik haben. Also die Nachfrage ist schon extrem gestiegen. Und ja, wir könnten gefühlt jeden Tag 5 Öfen aufstellen, wenn wir das wollen. Im zweiten Stock des Einfamilienhauses von Familie Common aus Thal findet der Kaminofen seinen Platz. Er soll im Winter das Wohn- und Esszimmer heizen. Anfang Dezember bestellt. Eigentlich hätte man nicht gedacht, dass es 8 Monate dauert. Weil bei der Bestellung damals war an die Energiekrise, die sich im Moment abzeichnet, noch gar nicht zu denken in der Form. Eigentlich sollte der Kaminofen der Commons innerhalb von 6 Wochen geliefert werden. Wer jetzt schnell noch mal einen Ofen bestellen will, wartet sogar bis zu einem Jahr, sagt uns der Ofenbaumeister. Naja, die Hersteller, die laufen, glaube ich, voll am Limit. Also die kommen mit der Produktion nicht hinterher. Die Nachfrage ist gestiegen und Rohstoffe, ne? Rohstoffknappheit, ne? Wie überall. Die Kunden, die bei der Firma Schatz gerade anrufen, fragen verstärkt nach diesen Kaminöfen und nach der Installation oder Reparatur von Schornsteinen. Es gibt aber auch ungewöhnlichere Wünsche. Ja, die wünschen sich eigentlich einen Ofen, mit dem man alles machen kann, sage ich mal. Gibt natürlich auch Öfen mit Backfach oder mit Kochplatte sogar. Und dass man dann wirklich dann zentral vielleicht in der Wohnküche oder sowas dann den Ofen auch wirklich dann, benutzen kann, um auch zu kochen teilweise. Also da ist die Nachfrage schon extrem. Am liebsten setzen die Ofenbauer aus Rula ihre Öfen aber selbst. Am Computer geplant und dann ganz klassisch gemauert mit Schamott und Kacheln. So ein Grundofen wie dieser hier braucht mindestens 2 Wochen, bis er steht und kostet ab 15.000 Euro aufwärts. Bei Neuanfragen gibt es aber auch diesen Wärmespender bei den Schatz nicht mehr vor dem Winter. Die Ausführung ist dann wirklich erst Mitte nächsten Jahres möglich, ne? Also ja, wir sind über fast ein Jahr sind wir eigentlich mit Baustellen und sind wir ausgelastet. Eine Situation zwar gut für alle Ofenbauer, aber schlecht für die Kunden, denn die suchen gerade händeringend nach alternativen Heizungen.